Hey, eine Säge! Herzlich willkommen zu diesem Hey der Video! Wir werden in diesem Part Level 130! Level 100, verdammte 30! Und ich sag von vorne her weg, nicht wundern, wenn morgen das Video rauskommt, dass das vor diesem hier gedreht wurde. Und das, was am Sonntag kommt, ist nochmal vor Freitag gedreht. Also nicht wundern und meckern, sondern einfach genießen und Spaß haben. Ich sag's euch jetzt schon mal. Und dann seid ihr schon mal vorgewarnt. Ja, wir werden Level 130 in diesem Video. Und wir managen auch unsere Farm in diesem Video. Ja, das steht an und das werden wir tun. Wir müssen erstmal hier unser Schiff füllen. Dafür werden wir hier was freigeben. Wir können mal die Bananen freigeben. Die wird mir sowieso keiner voll machen, aber egal, weil Sanjo schon off ist und nur Sanjo hat die Bananen. Das kann ich euch garantieren. Ist sowieso wieder spät, wo ich dieses Video hier mache. Denn ich wollte unbedingt noch das Level erreichen. Das ist ja spät, es geht eigentlich noch. Also für mich geht es noch, aber für die anderen ist es spät. Also Marika ist vor einer Stunde 16 ins Bett gegangen. Eine Stunde 6. Ja. Die geht meistens um 12 ins Bett. Also könnt ihr euch ausmalen, wie viel Uhr wir haben. Ja, Marika geht immer um die gleiche Zeit ins Bett. Sehr lustig. Schweine, gebt mir Speck. Ich brauche Speck, also gebt mir Speck. Noch nicht voll gemacht. Ja, es dauert ein bisschen, bis sie das voll machen. Hier machen wir jetzt mal Käse und Ziegenkäse. Ein bisschen Milch brauche ich noch für meine Tiere. Denn da fehlt mir meistens immer der letzte Funken Milch. Oder so. Je nachdem, wie man es nennt. Kakaobäume muss ich killen. Direkt immer killen. Sage ich ja immer wieder. Wenn man eine nachhaltige Produktion hat. Auf seiner Farm. Ja. Sammel ein. Noch 10.000 Points. Die werden wir wahrscheinlich in der Stadt erhalten. Machen wir Kissen. Kissen kann man mehr von machen. Braucht man auch meistens immer genauso viel. Das ist echt verwunderlich. Von Kissen und Decken ist eigentlich nur zwei Federn Unterschied. Aber Kissen braucht man irgendwie genauso viel wie Decken meistens. Manchmal ist ein Unterschied, aber manchmal ist es auch gleich. Ich weiß, dass dann Unterschiede in Erfahrungspunkten und so sind. Aber ich mache lieber Kissen. Das ist Geschmackssache. Man kann so machen, man kann so machen. Ist total Latte. Im Geld gibt es auch Unterschiede, ich weiß. Ich mache lieber Kissen. So, was machen wir denn hier? Teeblätter, die braucht man sowieso immer. Also ich zumindest. Echt schlimm, die Dinger. Heiß, heiß begehrt. Und Tomaten. Machen wir einfach alles voll damit. Mit dem Zeug. Damit wir davon berieselt werden am nächsten Tage. Wenn ich am nächsten Tage aufwache und dann auf meine Farm blicke und sehe, oh, wir sind Level 130 und dann sehe, ja, wir haben Tomaten angepflanzt. Geil. Und mich dann wieder ins Fäustchen lache und freue. Was ein schöner Tag doch heute ist. Ich habe Tomaten angepflanzt. Der Tag kann beginnen. Nein, so werde ich natürlich nicht aufwachen. Die aufwachen und sagen, Scheiße, schon wieder verpennt. Schnell die Farm machen. Und dann Farm gemacht und dann, ja. Alles geschafft und wieder 5 Minuten zu spät gekommen. Ja, so ist es. Meistens. Meistens. Kekse. Warum habe ich dann keine Eier mehr? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Immer ein Eiervorrat haben. Warum wurden die Pullover schon gekauft? So ein Mist. Warum machst du das mit mir? Das ist unfair.
Wir haben alle Bananen hier ein. Los. Her damit. Rückt sie raus. Ausrufezeichen Bananenstauden. Aha. Da haben wir doch wieder welche für die Ausrufezeichenaufgabe. Also wenn ihr eine Ausrufezeichenaufgabe habt, dann sagt mir Bescheid. Ich habe genug Büsche. Genügend Büsche. Am besten nur, wenn ihr in meinem Clan seid, weil sonst ist es ein bisschen doof. Natürlich helfe ich euch gerne, aber dann ist die Absprache ein bisschen schlechter, schwieriger. Deswegen am besten, wenn ihr bei mir im Clan seid. Sirup, los! Rein mit dir! Zuckerrohr pressen, ab in die Flasche und ab dafür. Ich weiß gar nicht, was daran so lange dauert. Ich brauche dafür eine Stunde, um ein bisschen Kräuter zu pressen. Also das ist echt schlechte Arbeitsmoral. Schlechte Arbeitseinstellung, muss ich sagen. Schämet euch. Schämet euch, sprachet der Herr. Und sang danach. Leckt mich. Nein, das sang er natürlich nicht. Er sang das Gebet, was heute jeden Tag in der Kirche gesprochen wird. Welches ich vergessen habe. Weil ich nur einmal im Jahr, wenn überhaupt, in die Kirche gehe. Und das nur wegen meiner Omi. Begleite ich immer Weihnachten zur Kirche. Weil sie kein Auto fahren mehr kann. Was für ein Deutsch. Weil sie nicht mehr Auto fahren kann. Weil sie kein Auto fahren mehr kann. Hallo? Warte mal, wie ging der Satz nochmal? Kauf die Tüte Deutsch, hat mir auch gehilft. Genau, so ging der Satz. Der ging damals in der Schule bei uns rum. Schon lange her. Da wurde immer gesagt, kauf die Tüte Deutsch, hat mir auch gehilft. Das hätte mir jetzt auch geholfen, ja. Also das war ein Satz. Nee. Nein! Schäme mich! Ich schäme mich. Nein, natürlich schäme ich mich nicht. Noch 3000. 3000. Ich brauche, glaube ich, die Stadt noch nicht mal, oder? Was sagt ihr dazu? Wenn wir es spannend machen, mache ich die Stadt zum Schluss. So, Huhn steigt auch da ein. Huhn, komm, bei Fuß. Ah, hier kann ich wieder Sandwiches machen. Sandwiches. Erstmal Eier-Sandwich. Und dann brauchen wir wieder Eier. Immer dieser Eiermangel. Das kann doch nicht sein, Kerl. Ein Silberbarren. Ja, und Apfelsaft. Wir kommen auf jeden Fall auch Pool immer näher. Jetzt mal kaufen wir uns einfach 30 Eier. Der ist ein Level dann nur noch hinter uns. Und das werden wir im Speed-Geschwindigkeit erreichen. Ich versuche das Level dann. Ja, noch. Ja, okay, diese Woche wäre noch ein bisschen krass, aber auf jeden Fall. Versuch bis Mittwoch zu schaffen. Also nächste Woche Mittwoch. Das ist auf jeden Fall schon richtig schnell. Aber das versuche ich auf jeden Fall zu schaffen. Das ist mein Ziel. Mein Goal. Ich weiß, Zelda ist draußen und das zocke ich auch nebenbei. Was heißt nebenbei? Eigentlich viel. Das Gute ist, kann man mit zur Arbeit nehmen. Ist ja ein Handheld und eine lokale Konsole gleichzeitig. Ja. Aber ich versuche es trotzdem. Was machen wir denn hier? Hier habe ich von beiden viel. 70 und 60, Alter. Weiß ich schon, was ich morgen auf der Arbeit anbauen werde. Reis. Okay, alle 45 Minuten mal kurz reinschnuppern und den Reis ernten, der mir erbracht wurde von meinem wunderschönen Feld. Was eine Ausprägung hat von 143. Ja, genau. Und gleich sind es immer noch 143, weil ich keine Felder dazu kriege. Jupp. Erst ab dem nächsten Level wieder. Man kriegt ja alle zwei Level. Also ich kriege jetzt, ich weiß nicht, ob das war, ich glaube ab Level 100 ist das so. Kriegt man alle zwei Level ein Feld und 12 Diamanten. Und jedes weitere Level halt nur 12 Diamanten, so wie hier. Also jedes Level 12, also man kriegt jedes Level auf jeden Fall 12 Diamanten. Und alle zwei Level kriegt man noch ein Feld dazu.
So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Meine Doggies sind fertig. Doggy Dog. Doggy Dog Dogs. Ich habe keine Milch mehr und auch kein Speck mehr. Vielleicht finde ich ja hier was. Espresso. Habe ich gar nicht mehr. Oh, was macht der denn da? Er hat einen Ausverkauf. Susanna. Muss ein Omen sein. Von Sanyo. Die heißt ja auch Susanne. Also für alle, die es nicht wissen. Sanyo heißt Susanne. Mit Vornamen. Bei Facebook heißt es Susan. Susan. Ich klicke wieder. Teufel höchstpersönlich. Am PC kann man zwar langsamer klicken, aber dafür ist die Internetverbindung um einiges besser. Was natürlich daraus resultiert, dass man viel mehr Sachen bekommen kann. Ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass die Internetverbindung doch ein. Was habe ich denn hier für ein Angebot überhaupt schon wieder? Nein. Susanna, warum machst du denn nicht mal rein? Ich beobachte dich erstmal. Made in Australia ist die Farm. Cool. Gucken wir uns die mal an, ey. Die sind bestimmt. Ja gut, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Komm, so 10 Eier. 10 Eier fürs Gemüt. Was will die? Nein, du kriegst kein Dynamit. Geht's noch? Das war's schon, ne? Hab schon alles produziert. Dann gehen wir auf zum Fischbereich. Wir brauchen noch 787. Enten, Enten, Enten. Hier machen wir schon mal die Köder, weil es beginnt ja das Angel-Event. Für alle, die es nicht wissen. Angel-Event, Angel-Event, Angel-Event. Ne, normal heißt es Gammel-Event. Gammel-Event, Gammel-Event, Gammel-Event. Also. Ja, und wir gammeln, gammeln, gammeln hier. Warte mal, wie viel habe ich jetzt reingesteckt? 3, 4, 5, 6. Oh, habe ich Glück gehabt, genau 6. Ich muss nämlich meine normalen Köder hier noch loswerden. Das ist essentiell wichtig. Ich schneide das mal eben, das kennt ihr ja. Der Gammelbereich ist abgeschlossen. Yes. So, jetzt können wir zur Stadt gehen. Und damit unser Level erreichen. Ne, wir können erstmal nach Greggy gehen. Greg Master. Greg Master, hallo. Gehe eher selten hin. Gehen wir nach Paul, vielleicht hat er was Cooles drin. Ne, hat er nicht. Schäm dich, Paul. Schäm dich. Schäme dich. Da knackt mein Körper. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Körper ist einfach so geknackt, ohne dass ich mich überhaupt bewegt habe. Meistens gehe ich hier immer bis Dings. Bis. Also zeige ich euch bis. Silvia, ne? Nicht gegangen immer. Ah ne, bis Level 60. Irgendwer war Level 60. Wer war es denn nochmal hier? Meistens gehe ich auch weiter. Also viele werden es schon mitgekriegt haben, dass ich da immer gekauft habe. Nee, hä? Was? Ich bin verwirrt. Egal, gehen wir zur Stadt. Können wir noch einem helfen? Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. Ah, was ist jetzt schon wieder los? Immer verklicke ich mich. Ich habe vergessen, die Stadtleute zu bedienen. Oh. Wie konnte das passieren? Oh. Das ist jetzt zum ersten Mal im Video passiert. Ach du Scheiße. Wie konnte ich die Stadtleute vergessen zu bedienen? Hallo? Hab ich einfach nur. Scheiße! Hashtag Vollidiot. Oder Hashtag.
Was bist du nur für ein verdammter Alzheimer-Typ? Ach komm, leck mich. Nimm 5 Fischfilet und geh baden damit. So eine Scheiße. Wie konnte ich das nur vergessen? Und wir sind Level up. Mach doch. Ja. Level up. Wo ist mein Handy? Ich brauch ein Screenshot. Wo ist mein Handy? Ups, sorry Flasche. Warte mal eben. Handy. Hab's gefunden. Level up! Yes! Da. Ein Screenshot in Ehren kann keiner verwehren. Das ist irgendein anderes Sprichwort, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Ein Level up ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Vor allem so ein Level Up. Wir haben ein neues Zeitalter erreicht. Eine neue Zeitgeschichte aufgemacht mit dem Level Up. Wir sind jetzt nämlich in der 130er-Szene bekannt. Wo kommt mein Zug hier? Komm jetzt. Komm jetzt. Bedienen wir noch die Stadt, Leute. Weil ich sowieso schon vergessen habe. Ja. Könnte ich das vergessen? Mich keiner dran erinnert. Das war schon. Wie konnte ich. Ich komme da nicht drauf klar. Wie konnte ich das Kacke vergessen? Hallo? Stimmt der nicht mit mir? Schon wieder zu viel Schachfiguren geschnuppert oder so. Wo bleibt denn der Zug, ey? Beeil dich mal. Kommst du erst, wenn er angedockt hat oder was? Du kannst auch so kommen, wenn sein Arsch frei ist. Der war schon auf einer ganz anderen Schiene, ey. Und der kommt einfach nicht. Bestimmt hat den Arschgesicht mit Feuchtfurz abgeschreckt. Wo ist der überhaupt schon wieder, der Freak? Steht hier gar nicht bei. An sein Glück. Versteckt sich irgendwo in der Pension bestimmt. Ja, sicher. Da ist er. Benjamin. Benjamin alias Arschgesicht McFeuchtfurz. Sein Künstlername. Ah, jetzt treffe ich die Taste nicht. Es ist mir heute nicht vergönnt, die Stadt zu bedienen. Ich sollte mich schämen. Drei Hummer, ja, am Arsch. Drei Hummer am Eimer. Die mache ich noch nicht mal. Wie soll ich da drei Hummer haben? Hallo? Full House hier. Ja, Hummer Sushi. Habe ich auch nicht. Deswegen mache ich übrigens keinen Hummer, weil die so selten nachgefragt werden. Strandcafé ist voll, okay. Ja, dann darfst du in den Lebensmittelgeschäft rein. In das. Ja, Butter, hau ab. Zieh Leine. Jetzt hast du Land gewinnst. Alter Streuner. Väter Dingsbums. Hab ich auch nicht. Passt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Ja, das war's schon. Das war's schon. Wir sind Level Up und sind stolz drauf. Kann ich ja nochmal den Stand beim Derby zeigen. Ah, Speck ist wichtiger als andere. Und Milch. Geil. Speck ist wichtiger als andere. Ja, oder auch nicht. Nö. Speck hat dich verarscht. Bist nicht wichtiger als alle andere. Bist hässlich. Bleib bloß weg von mir.
Übrigens, wir brauchen jetzt nur 9000 Punkte mehr als eben. 11.000 meine ich. Als das letzte Level meine ich auch. Wie sieht's denn im Derby aus? Dritter oder was? Vierter? Dritter? Vierter. Okay. Wie viel hat denn der erste Platz? 15.000. Ja, mitten im Derby ist das eh noch nicht so wichtig. Die Endpunktzahl zählt, also. Ich habe ja auch erst zwei Aufgaben. Und das wird schon noch. Was willst du? Nein. Garantiert keine Äxte. Oh, hier habe ich noch nichts gemacht. Bin halt ein vergesslicher Mensch. Aber Krautentorten, Kuchen. Ich guck mal eben kurz alles nach. Hier habe ich auch noch nichts gemacht. Klotsches, ne? Okay, aber keine Wolle. Da habe ich gemacht, da. Normal sollte ich immer alles nachgucken nach jeder. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einmal hier unten was einsammelt, das habe ich schon öfters mal erzählt, dann vergesse ich wieder, wenn ich hochgehe, was ich machen wollte. Weiß auch nicht warum. Weil ich dann schon wieder was anderes gesehen habe, was ich machen muss. Immer wenn ich hier runtergehe, das erste Mal sammle ich irgendwas ein, dann mache ich es hier wieder und dann habe ich oben schon wieder vergessen. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. So kann man es beschreiben. Okay, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind Level 130. Geil. Bis zum nächsten Mal. Heute kommt übrigens noch ein Video. Also viel Spaß damit und viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.